Wir leben im Zeitalter der Singularwissenschaft. Wissenschaft und Wahrheit bzw. Wirklichkeit sind im Zeitgeist quasi Synonyme. Auch wenn die Wissenschaft sich in die Bescheidenheit des offenen Prozesses kleidet, der aber dennoch eine autoritative Mehrheitsmeinung erzeugt hat, den sogenannten wissenschaftlichen Konsens. Auf Grundlage dieses vermeintlichen Konsenses wird politisches Handeln gegenüber der Öffentlichkeit juristisch gestaltet und legitimiert. Und Minderheitenmeinungen zunehmend als Pseudowissenschaft, Fake News oder gar psychopathologische Realitätsfeindlichkeit markiert. Die Wissenschaft ist zu einer Art von Wahrheitswährung geworden, die einerseits mit dem Qualitätsversprechen der wissenschaftlichen Methode hinterlegt ist und andererseits vom Nimbus der Technik, wobei der Laie nicht weiß, welcher Teil der Wissenschaft überhaupt in die Technik einfließt und welche Aussagekraft dieser Teil hat in Bezug auf die Gesamtheit des Naturzusammenhangs. Dieser wissenschaftliche Konsens erzählt sogar eine Art Schöpfungsgeschichte und besetzt alle großen Menschheitsfragen im Grunde mit einfachen materialistischen Formeln, die dann populärwissenschaftlich verbreitet werden. Dennoch zeigt sich gerade in der gegenwärtigen Krise, dass mit der Wissenschaft, insbesondere in Gestalt des in statistischen Zahlen und einfachen Formeln propagierten wissenschaftlichen Konsenses, etwas nicht stimmt. Auch der Vektor der sogenannten Informations-, Digital- und Gentechnologie bewegt sich den Erfordernissen des biologischen und psychologischen Lebens unzweifelhaft entgegen. Kurz, hier stimmt etwas nicht. Doch was stimmt hier nicht? Wird die Wissenschaft nur von den Macht- und Kapitalinteressen missbraucht? Oder liegt das Problem in der Wissenschaft selbst? Ist es der wissenschaftliche Betrieb und die Verfügbarkeit von Forschungsgeldern, der die Wissenschaft in vorgestanzte Gleise drängt, oder sind es innere Faktoren? Müssen wir nur einfach schlechte Wissenschaft gegen gute Wissenschaft austauschen oder müssen wir uns in manchen Fragen ganz und gar von der Wissenschaft verabschieden? Stimmt das wissenschaftliche Weltbild überhaupt? Wenn nein, wo genau hakt es und warum? Diesen Schlüsselfragen wollen wir heute nachgehen und uns dabei einem der intelligentesten und auch zugleich erfrischend einfachen und zugänglichen Wissenschaftskritiker zuwenden, nämlich Erwin Chargaff, dem Entdecker der Doppelhelixstruktur und der Basenpaare der DNA, der den Nobelpreis von Watson und Crick vorbereiten sollte und in der darauffolgenden Entwicklung eine Art biologische Atombombe aufkommen sah. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, Jochen Kirchhoff. Lieber Jochen, kaum einer kennt Erwin Chargaff heute. Wie kommst gerade du auf ihn und was ist sein Beitrag zu den oben genannten Fragen? Naja, du sprichst ein Riesenthema an mit ganz vielen Facetten. Zu all diesen Punkten können wir noch kommen. Wie ich auf Erwin Chargaff komme, ist ganz einfach. Er war über 20 Jahre hinweg der wichtigste Wissenschaftskritiker, hat eine ganze Reihe von hochinteressanten, stilistisch brillanten Büchern geschrieben und wurde in der Öffentlichkeit auch ständig befragt. Er, der selber ein Top-Wissenschaftler war, wie man oft dann sagt, er ist vom Saulus zum Paulus geworden. Und er hat dann sozusagen eine Kehrtschwenkung vollzogen, obwohl er das nie so gesagt hat. Viele sagen, naja, er war eigentlich in der Top-Wissenschaft und dann hinterher kritisiert er alles, was er selber angestoßen hat. Ja, aber sagte er selber von sich, er hat den Teufel mit blassen Farben an die Wand gemalt und irgendwann wurde das Ganze lebendig. Und das hat ihn dann erschreckt. Ja? Also, Chargaff war, sagen wir mal, grob von 1980 bis 2000 eigentlich der wichtigste Wissenschaftskritiker. Ein wissenschaftliches Journal hat sogar mal gesagt, was mich sehr gefreut hat, dass ich Chargaff neben Kirchhoff, Jochen Kirchhoff, der wichtigste Wissenschaftskritiker unserer Zeit sei. Gut, das freut mich sehr, dass es so gesagt worden ist. Ich würde es auch dem auch zustimmen, obwohl ich mich selber gar nicht mal primär als Wissenschaftskritiker verstehe. Das ist eher so sozusagen ein Randphänomen, was ich aber auch hochinteressant finde. Dann kommt hinzu, ich kannte Chargaff, das muss ich dazu sagen. Ich habe ihn ganz kurz, ich habe ihn kennengelernt Anfang der 90er Jahre in den Bergen. Am 1. August 1991, das war der Schweizer Nationalfeiertag, bin ich von meinem Hotel runtergelaufen zu den Festlichkeiten und dann entdecke ich unter einer Straßenlaterne jemanden, der verblüffend aussieht wie Erwin Chargaff. Und ich spreche ihn an: Sind Sie Erwin Chargaff?
Und dann, er war verwundert, dass man ihn kennt, dass man ihn sofort identifizieren konnte. Dann konnten wir auch gleich miteinander verhandeln, weil ich hatte ja schon für den SFB damals, heute RBB, eines seiner Bücher rezensiert. Und das war ihm schon zugegangen. Und er hätte sich sowieso bei mir gemeldet. Also es passte alles zusammen. Dann haben wir ausführliche, am nächsten Tag ein langes, ausführliches Gespräch geführt. Und auch im nächsten Jahr war ich nochmal da. Und da haben wir auch mehrere intensive Gespräche geführt und auch Briefwechsel gehabt. Also ich kenne den Chargaff persönlich sehr gut. Und wir hatten guten Draht miteinander. Insofern kann ich vieles, was in den Büchern steht, durch direkte Aussagen von Chargaff ergänzen, die ich selber gehört habe. Und dann ist natürlich, er ist einfach ein wunderbarer Schreiber. Das ist ja heute verloren gegangen, die Prosa, die richtig ausdifferenziert, eine feinsinnige literarische Prosa. Das klingt an Lichtenberg an, das klingt an Schopenhauer an. Das ist wirklich wunderbar. Und das macht ihn einfach großartig. Es ist ein Genuss, diese Texte zu lesen. Aber viele haben ja heute gar kein Interesse daran, sowas zu lesen. Und Chargaff ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so bekannt. Ich würde mal vermuten, dass viele, wenn man eine Umfrage machen würde, ob sie den Namen Chargaff kennen, diesen Namen überhaupt nicht kennen. Weil diese Art von Kritik, auf die wir noch kommen werden, war so fundamental schon damals, Ende der 70er Jahre, schon in den 80er Jahren, hat so viel vorausgesehen, das will ja keiner hören heute. Nicht? Das hat ja so fundamentale Kritik, auf die kommen wir noch. Also um das zu Chargaff, er ist der wirklich ein wichtiger Wissenschaftskritiker. Und wir wollen uns bemühen, zu verstehen, was nicht einfach ist, was eigentlich Wissenschaft ist und was sie auszeichnet. Und warum gerade heute, das hast du ja angedeutet, das Problem der Wissenschaft plötzlich nochmal so ganz scharf ins Blickfeld gerät. Wissenschaft wird plötzlich zweifelhaft. Es wird gefragt, was ist das überhaupt, was machen die Wissenschaftler auch überhaupt? Und in dem Zusammenhang natürlich immer auch der Mensch, der genauso auf dem Prüfstand steht. Also steht die Wissenschaft eigentlich auf dem Prüfstand und der Mensch auch. Was machen wir eigentlich mit der Wissenschaft? Bis hin zu ganz radikalen Thesen, dass man sagt, dieser ganze Prozess der Moderne, das ganze Projekt der Moderne ist eigentlich gescheitert, weil letztendlich hat es uns die Atombombe eingebracht und die Gentechnologie uns vieles mehr. Also das soll uns beschäftigen. Warum jetzt? Klar, weil wird ja ständig von Wissenschaft geredet, ununterbrochen. Politische Maßnahmen werden mit Wissenschaft begründet. Und alle Welt redet von Wissenschaft, von guter, von schlechter Wissenschaft, von Pseudowissenschaft, von Schwurbelei. Und es ist ja immer ein ständiges, wer hat die Wissenschaft für sich gepachtet? Und da muss man jetzt nochmal tiefer reingehen, was ist überhaupt Wissenschaft? Und wovon geht sie aus? Das wissen viele gar nicht. Und wie ist sie entstanden? Und das würde ich gerne, dazu würde ich noch einiges dann sagen. Genau, dann würde ich auch gerne einleiten mit zwei schönen Zitaten von Chargaff. Der hat ja sehr prägnante Sätze geäußert. Das eine ist, früher mögen die Wissenschaftler dazu gedient haben, die Menschheit auf bessere Gedanken zu bringen, aber jetzt sind sie selber der böse Gedanke geworden. Und das zweite, das Jahrhundert der Naturwissenschaften auch das Jahrhundert der Massenmorde ist, ist kein Zufall. Ja, Chargaff hat das mehrfach in Zusammenhang gebracht. Er sagt, die moderne Naturwissenschaft ist nicht zu trennen von Hiroshima. Er hat sogar einmal gesagt, die Hiroshima, die Atombombe, ist die Quintessenz der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Das ist ja extrem. Könnte man sagen, wieso sollte das so sein? Man hat quasi Kriegsbestrebungen von einzelnen Machtpotentaten oder auch Machtblöcken. Das hat es immer gegeben. Diese Art Machtdenken, kriegerisches Denken hat es immer gegeben. Und jetzt haben sie sich einfach anderer Werkzeuge bedient, der Werkzeuge, die eben da sind. Und die Wissenschaft hat lediglich hier Zubringerdienste geleistet. Aber an sich ist es ja eine neutrale Betrachtung des Atomkerns und überhaupt dieser Strahlungsvorgänge in der Radioaktivität. Wieso sollte man der Wissenschaft das jetzt zuschreiben, wenn das doch immer das Gleiche ist sowieso mit diesen Machtmenschen. Naja, das ist natürlich eine Grundfrage, die können wir gleich nochmal behandeln. Ich hätte sie sonst später behandelt. Politik und Wissenschaft. Mhm. Wer hat denn die Atombombe gebaut? Wer wäre dafür verantwortlich? Das ist ein sehr differenziertes Thema,
Natürlich ist sie in einer bestimmten historischen, politischen Situation überhaupt entstanden. Man wollte Hitler zuvorkommen, das haben wir auch schon mal in einem früheren Video gesagt, wenn man glaubte, die Deutschen könnten die Atombombe bauen, was sie aber nicht konnten. Und natürlich sind die Wissenschaftler sozusagen angeschärft worden durch diese Situation, das wirklich jetzt zu machen. Kann man die Physiker selber dafür verantwortlich machen, die Wissenschaftler überhaupt, ja oder nein? In gewisser Weise sehr wohl kann man das machen. Und das ist auch oft geschehen. Aber die Wissenschaftler haben es dann seit den 50er Jahren verstanden, auch die führenden Naturwissenschaftler, dann sich auf die friedliche Nutzung der Kernenergie zu werfen. Und sind dann sozusagen aus diesem Spiel rausgenommen worden. Wie friedlich ist diese Nutzung? Denn wenn man jetzt bedenkt, die gesamte auch Debatte um das Endlager der Abfallprodukte, Kernspaltung, das ist ja auch noch ein Problem, auch wenn sie seit Neuestem, wir leben in merkwürdigen Zeiten, wieder als grüne Energieform gilt. Die Atomenergie war doch zumindest auch da das Abfallproblem, was also das Thema überhaupt der Kettenreaktion. Und das ist ja, weil diese beiden Entdeckungen des 20. Jahrhunderts eigentlich genannt hatte, das eine war eben die Atomspaltung, die eine Kettenreaktion mit sich führt. Und das zweite, wo er auch eine Kettenreaktion hat kommen sehen, obwohl es zu seinem Zeitalter noch nicht in der Fülle absehbar war und auch heftig bestritten worden ist von seinen Zeitgenossen, die eben auch eine friedliche Nutzung da befürworteten, ist das ganze Thema der Genetik. Dass also dort eine Art biologische Atombombe gezündet werden würde. Und wir wissen ja, dass es mittlerweile, ja seit Ende der 90er Jahre, munkelt man, das heißt nicht, dass es ausgereift in irgendeiner Form existiert, aber die Idee ist schon mal da von ethnischen Biowaffen, dass man ganze Völker ausnocken kann damit. Jetzt mittlerweile die Gene-Drive-Technologie, dass man ganze Spezies überlegt auszunocken, ja zum Beispiel die Moskitos, um Malaria loszuwerden. Und überhaupt auch dieses ganze Herumzüchten an Bakterien und auch an Pflanzen, pflanzlichen Organismen mit dem entsprechenden Auswilderungspotenzial der veränderten Gene in das allgemeine Leben. Auch hier ist eine Kettenreaktion von ungeheurem Ausmaß möglich. Und diese Art von Kontamination hat er ja auch vorhergesehen, dass das damit kommen würde. Da gibt es also diesen Drang, sobald man etwas Kleinstes gefunden hat, daran rumfummeln zu wollen, das manipulieren zu wollen. Okay, ich will trotzdem, okay, du hast recht, darauf können wir eingehen, aber ich will trotzdem nochmal bei der Atombombe bleiben. Mhm. Meine Schargaff hat aus gutem Grund gesagt, die Atombombe sei die Quintessenz der Naturwissenschaft. Wir haben gesagt, dass sie in einer bestimmten politischen Situation entstanden ist, aber es hat auch eine innere Konsequenz gegeben. Da muss man fragen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und die Schuldfrage ist ja auch von den Physikern selber sehr differenziert behandelt worden. Ich nehme mal jetzt den Chemiker Otto Hahn, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt in einem Video, als die am 6. August 1945 die Physiker, die in Farm Hall, England, interniert waren, durch das Radio hörten, dass es eine ungeheure Explosion gegeben habe mit vielen Toten. Da saßen der Heisenberg, von Laue und eben auch Otto Hahn. Die haben das gehört. Und Otto Hahn ist auf sein Zimmer gegangen und Otto Hahn war selbstmordgefährdet. Das ist gut belegt, weil er hatte schon, das hatte Weizsäcker mal 1967 am Spiegel-Interview gesagt, Hahn hat gesagt, wenn es gelingen sollte über meine Forschung, die Entdeckung der Kernspaltung, wenn daraus eine Bombe erwachsen würde, würde er sich umbringen. Also, und man hat dann, von Laue ist dann hochgegangen ins Zimmer zu Hahn, man hat ihn da irgendwie versucht zu beruhigen, weil seine erste Reaktion soll gewesen sein, damit habe ich nichts zu tun, Abwehr, dafür kann ich nichts. Und dann aber noch die tiefe Schuld, er sagt natürlich nur, wenn es Hitler gehabt hätte, die Bombe, dann würde er sich umbringen. Aber es ist ja doch eine ganz tiefe Angelegenheit, auch Oppenheimer, der ja das Manhattan-Projekt angestoßen hat, der ja der Top-Physiker damals war, der hat, als dann die Atombombe selber explodierte, am 16. Juli 1945 vor Hiroshima, also noch in der Wüste von Nevada, den berühmten Satz geäußert, wir haben die Arbeit des Teufels getan. Mhm. Also es ist ihm so rausgeschossen, dieser Satz. Also es gibt schon auch ein Unbehagen. Und auch übrigens auch, als die Physiker selber dann die erste Atombombenexplosion beobachtet haben, waren sie außer sich. Sie waren vollkommen schockiert.
Aber was ist in diesem Ja. Fall die Arbeit des Teufels? Das ist nochmal die Frage. Also es gibt den Machtwillen und es gibt kriegerische Tendenzen im Menschen, die liegen draußen rum und da gibt es auch quasi einen kapitalistischen Weltmarkt. Und jetzt kann ich eine Entdeckung entweder publizieren oder ich kann es bleiben lassen, weil ich weiß, sie wird darin eingefügt. Beispielsweise nehmen wir die Transplantationsmedizin. Man kann ein Organ von dem einen Menschen in das andere verpflanzen. Das kann man natürlich jetzt machen über einen sogenannten Spender. Aber ich kann es in dem Moment, wo ich es entlasse in die Welt, entlasse ich es in eine Welt, in der es auch Menschenhandel gibt, in der es dann den Organraub gibt und habe damit sozusagen die Welt vermehrt um ein schreckliches Verbrechen, was sich in unvorstellbaren Größenordnungen vollzieht mittlerweile weltweit. Das heißt also, inwiefern hat derjenige, der eine solche Sache machen kann, die Verpflichtung eigentlich, die Missbrauchsmöglichkeiten vorauszusehen und damit zu verhindern, um damit zu verhindern, der Menschheit sozusagen ungünstige Machtmöglichkeiten an die Hand zu geben. Naja, das ist ja gut, okay, das ist richtig. Aber das ist natürlich hat er auch ist auch ein Phänomen der Wissenschaftsgeschichte selber. Es waren ja ganz verschiedene Einzelpersonen, die da involviert waren. Es war natürlich auch die Neugierde. Man muss das vorher auch sich angucken. Man ist immer mehr ins Kleinste gegangen. Man hat sozusagen analytisch, reduktionistisch und mechanistisch Natur betrachtet. Und war natürlich da auf einer Wegstrecke, die natürlich langfristig sowieso das Leben ausklammert oder auch von vornherein schon ausgeklammert hat. Wissenschaft, das muss man einfach nochmal klar sagen, weil es viele nicht richtig im Bewusstsein haben, hatte zunächst mit dem Leben gar nichts zu tun. Die Entstehung der Wissenschaft ist was vollkommen anderes als das Leben. Von Anfang an hat man, Wissenschaft war etwas Abgetrenntes. Ein abstraktes Raster auf die Wirklichkeit oder der Wirklichkeit aufzuprägen. Wissenschaft ist entstanden, Naturwissenschaft, um die handelt es sich ja eigentlich im Wesentlichen erst einmal, also die richtige Hardcore-Wissenschaft, ist entstanden in einer bestimmten historischen Situation, als es darum ging, den Kopernikanismus zu verstehen. Ja? Warum die Gestirne sich bewegen. Und das war zunächst rein eine Frage der Mathematik. Von Kopernikus aus gesehen. Wissenschaft ist im Ansatzpunkt etwas, hat mit Mathematik, mit Abstraktion, mit bestimmten abstrakten Mustern zu tun. Das Leben wurde ausgeklammert, das interessiert er auch gar nicht. Auch Galilei hat es ja eindeutig gesagt, es geht nur darum, die Dinge, sozusagen die Welt als Dingwelt zu betrachten, nicht die Welt als die ein Innen hat. Die lebendigen Wesen, die auch widerständig sein können, das interessierte ihn gar nicht. Das heißt also, es geht um die Welt wird als Objekt betrachtet. Das Subjekt freier Naturwissenschaft. Die Welt wird als Objekt betrachtet und das Lebendige, das auch da ist, läuft quasi mit, aber es wird nicht direkt wissenschaftlich betrachtet. Das kam erst dann im späten 18. Jahrhundert auf, im 19. Jahrhundert dann auch, dass man dann anfing, auch die Biologie zu betrachten. Vorher gab es die Biologie gar nicht. Nach dem Leben wurde gar nicht gefragt. Kant sagt ja noch ausdrücklich im späten 18. Jahrhundert, was das Leben ist, das werden wir nie erkennen und das ist unmöglich. Was übrigens auch Chagall sagt. Das sagt er, alle Forschungen, die wir gemacht haben, sind nicht dazu geeignet, das Leben als solches zu erkennen. Das heißt, dann erst kam ganz allmählich durch Erasmus Darwin, den Großvater von Charles Darwin, dann später im 19. Jahrhundert Charles Darwin, kam das auch, jetzt müsste man das auch, das mechanistisch-reduktionistische, auf die Natur, auf die lebendige Natur anwenden. Und das hat man versucht. Und da kommt man dann auch in diese Bereiche, dann bis im 20. Jahrhundert und heute in die Gentechnologie hinein. Also Wissenschaft ursprünglich ist überhaupt lebensfern und lebensfeindlich, kann man geradezu sagen. Der normale Wissenschaftler spaltet ja seine Persönlichkeit in zwei Teile. Auf der einen Seite ist er der Registrierapparat, der er geworden ist als Wissenschaftler, als lebendiger Mensch, der durch Wald und Flur streift, vielleicht seine Frau liebt oder auch nicht. Auf jeden Fall, dieser lebendige Mensch wird ja ausgeklammert. Der erzählt auch überhaupt gar nichts, interessiert auch gar keinen. Ja? Also Wobei es die ist kein Wunder, nochmal kurz zu sagen, dass vielleicht könnte man sagen, konsequent, wenn man so
sagen wir mal, massiv das Leben ausklammern. Es ist kein Wunder, dass irgendwann eine Waffe gebaut wird, mit der alles Leben zerstört wird. Das ist in gewisser Weise auch verständlich. Das ist also angelegt, das sagt ja auch Chagas. Und das, ich würde das auch sagen. Ich würde sagen, sicherlich konnte man von Newton aus oder von Galileo aus nicht voraussehen, dass es eine Atombombe geben würde. Also sicherlich nicht. Aber man konnte natürlich sehen, wenn man das konsequent voranpeitscht, kann das nur in einer Katastrophe münden. Aber in welcher Form? Die Frage ist, in welcher Form? Wenn wir sagen, reduktionistisch, mechanistisch, was ist ein wissenschaftliches Modell? Ist im Prinzip eine Art mechanische oder technische Nachbildung von einem Naturzusammenhang. Das Beispiel oder beziehungsweise die Analogie, die verwendet worden ist für die Gestirne, war ja das Uhrwerk. Das heißt, einen technischen Zusammenhang kann ich in seine Bestandteile legen. Wenn ich den Zusammenhangsformel kenne, den Bauplan und die Bestandteile kenne, kann ich eine Maschine auf- und abbauen. Sie wird immer wieder funktionieren. Das Gleiche kann ich aber jetzt nicht machen mit einem lebendigen Organismus, wo ich sagen kann, ich kann den zusammen auseinanderschrauben in all seine molekularen Bestandteile und dann hinterher wieder zusammen tun, dann lebt der und funktioniert wieder, weil das funktioniert wiederum nicht. Das heißt, dieser reduktionistisch-mechanische Zusammenhang oder diese Analogie denkt den Naturzusammenhang von vornherein immer als Maschine, und zwar die am weitesten entwickelte Maschine der Zeit. Erst das Uhrwerk, dann die Dampfmaschine und mittlerweile der Computer. Es wird immer diese Analogie herangetragen an das auch an das Lebendige und überhaupt an alles, was die Natur hervorbringt. Und ob diese Analogie überhaupt aufgeht, wird dabei gar nicht gefragt, beziehungsweise dieses Bild wird nicht hinterfragt. Man hält sogar vor allem die Computer. Natürlich, ist vollkommen richtig. Das ist die Weltmaschine. Genau. Im Grunde die Weltmaschine. Und heute haben wir das Bestreben im Transhumanismus, den Menschen zum Maschinenmenschen zu machen. Genau. Und jetzt Ist ja klar. Was wolltest du noch was sagen? Ich wollte noch was dazu hinzufügen. Nun ist es so, wenn ich die Welt aber betrachte als Maschine, die aus bestimmten Bestandteilen besteht, aus ihr kommt mir kein Eigenrecht in dem Sinne entgegen. Es ist erst einmal wie eine Kunstmaschine, wie es ja auch hieß bei Descartes, und darum, der hat ja auch Tiere und alles als Kunstmaschinen definiert, den ganzen Körper als Kunstmaschine definiert. Dann kann ich ja auch, was hindert mich dann daran, also bestimmte Bestandteile anders zusammenzuschrauben? Es ist ja eh alles dinglich letztendlich. Dann kann ich auch so ein Gen nehmen und es mir zurechtschneidern in irgendeine Gensequenz und mir einen Designer-Baby schneidern oder was auch immer sich die Leute vorgestellt haben. Einen Klon machen, eine Chimäre machen, verschiedene Dinge zusammenbauen, einfach mal Gott spielen. Also oder auch mRNA einbringen in einen menschlichen Körper, fremder Art und so weiter. Ich kann mir dann ja alles überlegen, was ich machen kann. In dem Moment, wo ich sowieso das Ganze letztendlich wie Maschinenbauteile betrachte, die ich nach meinem Gutdünken zusammensetzen kann. Und wo letztlich nur das Funktionieren am Ende entscheidet darüber, das technische Funktionieren darüber entscheidet, ob das wahr ist. Also es ist kein ethischer Raum. Da ist ja, man kommt ja von dieser Betrachtung nicht zu irgendeiner Form von ethischem Gefühl, was man aus einer Beziehung zum Lebendigen ja kommen könnte. Na, erstmal gut, okay. Die Wissenschaft gilt ja als Feld der Fakten und nicht der Werte. Erstmal so, ne? Also die Dinge sind eben, wie sie sind, egal was du davon hältst. Und es ist hat nichts Ethisches, nichts Moralisches, nichts in dem Sinne Lebendiges, dass man so verhandeln könnte. Und auch schon gar nicht, sagen wir mal, sind die Fakten wertbezogen. Die Frage ist, stimmt das überhaupt? Das ist eine sehr schwierige Frage, ob nicht natürlich auch das Faktische letztlich einen Wert hat oder auch wertbezogen ist. Kann man die Welt nur als Faktum betrachten, ohne die Werte? Das ist natürlich interessant, weil das natürlich auch in der Corona-Krise ganz große Rolle gespielt hat. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel, das wir alle kennen. Die Leopoldina, die berühmte Leopoldina. Die Akademie der Wissenschaften, hat ja ein Gutachten abgelegt, ich glaube mehrere Gutachten, alles in die gleiche Richtung, mehr oder weniger ist dem offiziellen Narrativ der Merkel-Regierung gefolgt. So, es gab aber auch Gegenstimmen davon. Merkel hat dann, im Dezember, dann im Bundestag eine interessante Aussage gemacht. Sie hat gesagt, das ist die Wissenschaft und die ist eben, wie sie ist, wie das Gravitationsgesetz. So, sie hat also die eigene Position so
hingestellt wie das Gravitationsgesetz. Das heißt, es sind einfach Fakten und ihr, die Bevölkerung, ihr müsst euch danach richten. Und damit ist natürlich ein Anspruch in die Welt gesetzt worden, oder den gab es auch schon vorher, der ganz fatal ist. Das heißt, das ist die berühmte Alternativlosigkeit. Nicht? Die Wissenschaft als alternativlos hinzustellen, ist sowieso schon selbst von der Mainstream-Wissenschaft aus betrachtet unsinnig, weil da geht es ja immer letztlich um einen Meinungsaustausch, um ein Ringen um die eigentliche, das eigentliche und bessere Modell. Und das, da wird die, das Faktum absolut gesetzt und politisch missbraucht. Da sieht man es ganz deutlich. Ganz zu schweigen davon, dass natürlich die Wissenschaftsgeschichte auch völlig anders gelaufen ist, als die meisten das kennen. Die ist ja ganz komplex, diese ganze Geschichte. Und es ist ja nicht so, dass es auf dem Tablett liegt. Wer beschäftigt sich schon mit Wissenschaftsgeschichte? Die meisten tun das ja gar nicht. Und die Physiker selber machen es auch nicht, weil das bringt ihnen keine Meriten, kein Nobelpreis. Wissenschaftsgeschichte, das ist so ein mediokres Fach, das man auch betrachtet. Aber da ist es gerade hochinteressant. Also der Vergleich der Corona-Maßnahmen von der Leopoldina nochmal unterfüttert, sozusagen unterstrichen, mit dem Gravitationsgesetz ist hochinteressant, zeigt das ganze Unheil, das ganze Desaster dieser Diskussion schlagartig, schlagartig. Und das muss man nochmal in Erinnerung rufen. Die Alternativlosigkeit ist immer die angenommene, die angemaßte Alternativlosigkeit der Wissenschaft mit den Abstraktionen, von denen sie lebt. Wissenschaft ist heute immer Abstraktion. Ist nie Leben, ist immer Abstraktion. Zumal aber auch implizite Werte enthalten ist. Denn wenn man jetzt sich insbesondere den Darwinismus ansieht, dann hat man da den Wert des Selbsterhalts. Ja, also auch der Unterhöhe. Das ist kein wirklicher Wert. Aber es ist sozusagen, der kann, also es ist nicht umsonst, hat sich aus dem Darwinismus direkt auch eine Art Ethik der Herzlosigkeit entwickelt. Einer Zuchtethik, nämlich dieses Sozialdarwinismus und Eugenik, ja. Malthusianismus und so weiter. Daraus wurden sofort politische Maßnahmen abgeleitet aus dieser Vorstellung davon, wie die Natur faktisch ist, wurde dann abgeleitet, was politisch und moralisch in Ordnung sei. Naja, das ist natürlich, das ist richtig. Das ist gemacht worden. Man hat natürlich auch alles wissenschaftlich begründet. Das ist ja auch geradezu einen Wissenschaftsfetischismus. Auch bei den spirituellen Menschen, die so ja auch im Grunde alles wissenschaftsgläubig sind. Also schon die Quantenphysik hat doch bewiesen, dass die Mystik recht hat oder so. All diese Dinge. Der heutige Mensch, es gibt kaum einen Menschen, der nicht auch irgendwie infiziert ist von diesem Wissenschaftsbacillus. Das ist einfach so. Die glauben doch alle an die Wissenschaft und auch jetzt in den Corona-Zeiten das Bessere, das Richtigere. Sie glauben nicht, dass es irgendwie grundsätzlich das Ganze nicht okay ist. Und was du sagst, ist richtig. Ich meine, auch in der DDR wurde die Politik wissenschaftlich begründet. Das ist die wissenschaftliche Weltanschauung. Also, und die Rassenlehre wurde auch wissenschaftlich begründet. Alles soll immer Wissenschaft sein. Und es ist manchmal fragt man sich auch etwas beklommen, und das hat sich auch Schagaf gefragt, warum eigentlich? Es gibt ja ein Furor des Wissenschaftlichen heute, der Wissenschaft heute und des Wissenschaftlichen. Alle Intellektuellen halten sich viel darauf zugute, dass sie Wissenschaft kennen, auch wenn sie nur ganz oberflächliche Kenntnis der Wissenschaft haben. Aber es finden sie ganz toll und es finden sie auch moralisch richtig. Da laden sie das irgendwie auf damit und greifen den an, der die Wissenschaft nicht kennt. Das ist ganz merkwürdig. Und es gibt eine Wissenschaftsgläubigkeit. Deswegen ist Wissenschaft, das hat auch Schagaf gesagt und viele andere, ich auch schon vor Jahrzehnten, ich glaube bestimmt schon vor 50 Jahren, dass das natürlich eine Religion geworden ist. Die Wissenschaft hat von der Religion viel gelernt. Was hat sie gelernt? Unter anderem das, sag deine Botschaft immer wieder aufs Neue. Gib nie zu, dass deine Sache Schwächen hat, sondern beharre darauf und sag immer wieder das Gleiche. Immer wieder eisern. Denn wenn du zugibst, dass du Schwächen hast, wird der Gegner sofort scharf in diese Schwächen reingehen. Ne?
Sie hat auch mittlerweile das Dogma von ihr geerbt. Dogma ist ja Ja, die streitet Meinung, es aber ab. ja, die Mehrheitsmeinung, aber Das doch sagt hat sie in Stefan. Form von des wissenschaftlichen Ja. Konsenses, gibt es Dinge, die in diesen Konsens reinfallen und andere Dinge, die eben nicht hineinfallen in den Richtig, Konsens. ja. Und hat da auch so eine Art gewissen Dogmatismus geerbt. Jetzt ist aber die Frage, warum kann die Wissenschaft eine solche Autorität überhaupt beanspruchen, die ja sonst eigentlich, ist ja märchenhaft, das kann ja sonst eigentlich nur eine Das kann ich Religion. klar erklären, das kann man ganz Genau. klar Und sagen. die Frage ist, wie macht sich sozusagen, wodurch ist diese Wirklichkeit oder diese Währung hinterlegt? Deswegen würde ich gerne mal einsteigen in die Frage, was ist überhaupt wissenschaftswürdig? Ja? Und was ist Wissenschaft? Wie ist sie aufgebaut und wie Richtig, produziert sie ganz richtig. Fakten, die man dann in dieser Hinsicht instrumentalisieren, benutzen oder in irgendeiner Form zum Einsatz bringen kann, wie wir das sehen? Richtig. Du fragst mit Recht, was ist wissenschaftswürdig? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Also, was hat die Würde eines Objektes für die Wissenschaft? Vieles gilt ja gar nicht als wissenschaftlich überhaupt ernsthaft befragbar. Man kann ja sagen, ich nehme mal an, jetzt ein extremes Beispiel: Gibt es Reinkarnation oder nicht? Ist es eine wissenschaftliche Frage? Ich habe mal in Urania Berlin einen Vortrag gehalten, Reinkarnation als wissenschaftliche Hypothese, Fragezeichen. Also man kann ja auch das ernsthaft fragen. Das gilt aber nicht als ernsthafte wissenschaftliche Frage. Warum nicht? Ja, weil es bestimmte Dinge implizieren würde, die der herrschenden Wissenschaft total widersprechen. Wenn es wirklich Reinkarnation gäbe, dann gibt es eine geistige Welt, eine unsichtbare Welt, dann gibt es eine Anderswelt, wie auch immer, wie man das bewerten kann. Das kann man dann wissenschaftlich nicht fassen. Deswegen klammert man das aus. Oder das, also sozusagen, wissenschaftswürdig ist nur das Objekt. Da kann ich natürlich sagen, das Subjekt ist auch wissenschaftswürdig, aber da wird es schwierig. Es gibt immer die subjektfreie Wissenschaft. Also die subjektfreie Wissenschaft in dem Sinne, dass sie bestimmte Dinge einfach gar nicht anerkennt und von vornherein ablehnt. Jetzt kann man sagen, bei den UFOs zum Beispiel, jetzt sagt das Pentagon, okay, UFOs sind ein ernsthaftes Thema, darüber kann man nachdenken. Ja, als Beispiel. Also das ist schon mal der Grundpunkt. Und warum konnte die Wissenschaft diese Rolle gewinnen? Ja, das ganz, kann man ganz klar sagen. Weil nach dem Verlust der Religion, nach dem Abbau der Religion, nachdem sozusagen das Religiöse immer mehr abgebaut wurde, brauchten die Menschen, das tun sie auch heute, einen festen Boden unter den Füßen. Und den glauben sie in der Wissenschaft gefunden zu haben. Die meisten Menschen denken doch, Wissenschaft, die hat doch das klar erkannt und wir haben doch hier klare Fakten. Das ist zum Teil auch durchaus der Fall. Aber da muss man natürlich auch genau unterscheiden. Es gibt eine empirische Naturwissenschaft, die ist wirklich erfahren. Das ist die aus der Erfahrung erwachsen. Es gibt eine hypothetische Naturwissenschaft. Stimmt es oder stimmt es nicht? Nach Popper, Verifizierung, Falsifizierung. Und dann gibt es eine rein fiktive Naturwissenschaft. Was sind Fiktionen und was sind Hypothesen und was sind Tatsachen? Und das geht bei den meisten Menschen, die Wissenschaft bewundern, heillos durcheinander. Weil sie glauben, zum Beispiel bestimmte Dinge, der Urknall, das haben wir auch schon mal behandelt, ist das nun ein wissenschaftswürdiges Faktum? Ist das eine Sache, die man hypothetisch behandeln kann? Ich würde sagen, nein, es ist von vornherein eine Fiktion, weil die kann gar nicht bewiesen werden. Also die empirische Naturwissenschaft ist es nicht. Die empirische Naturwissenschaft ist nur, was man tatsächlich unmittelbar beweisen kann und nicht indirekt auf ganz komplizierte, mit ganz komplizierten Zwischenwegen. Also, dieses geht ineinander und der Mensch heute braucht irgendwas. Wenn er nicht eine religiöse Verankerung hat, dann braucht er wenigstens die Wissenschaft. Er glaubt auch an die Wissenschaft. Er glaubt an sein Ego, er glaubt an sein Bankkonto, er glaubt an sein Lebensglück. Und das alles daran glaubt er auch, vor allen Dingen an sich selber. Er verehrt ja sich selbst. Aber der Ego, das Ego unserer Zeit. Aber die Wissenschaft hilft ihm dabei zu sagen, okay, das ist doch wenigstens ein klarer Boden, darüber können wir uns unterhalten. Und ich würde also sagen, viele Phänomene, die wissenschaftswürdig sind und so bewertet werden, könnte man nochmal ganz neu befragen, stimmt das überhaupt? Und dann sieht die Welt anders aus. Also
die Weltmaschine, da könnte ich als Gegenthese, könnte man sagen, wie Giordano Bruno und andere, der Weltorganismus. Ich gehe mal, das ist ja eine Prämisse. Also die Naturwissenschaft hat immer implizit ein Gesamtweltbild mitgeliefert. Können wir das kurz mal skizzieren? Ja. Wir haben ja nun heute ein Weltbild, was sich vorstellt. Irgendwann hat, also vor, was ich, so und so viel Milliarden Jahren hat die, hat der, gab es einen Urknall. Dann hat sich von da aus das eine chaotische Masse von physikalischen Kräften bewegt, bis irgendwann aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Bewegung eine Erde entstanden ist. Auf der Erde war dann lange nichts und dann fing irgendwelches Leben an, bis es dann irgendwann im Südäthiopien eine Australopithecinen-Frau gab mit dem Namen Lucy, die dann als Urahnen der Menschheit imaginiert wird. Von der ging es dann weiter, Menschheitsgewicht, also die Bewusstseinsentwicklung. Und irgendwann steht der Kosmologe. Und irgendwann steht der Kosmologe. Der sich selber auf die Schulter klopft. Und der moderne Mensch. Und, ja. Und Lucy, wie wir es in dem gleichnamigen Film dann ja auch sehen, lädt sich irgendwann ins Internet hoch, wenn ihre maximale Gehirnkapazität dann erreicht ist, wird sie ganz zur Technik, zu so einer Art schwarzen Masse, die dann überall hineinfließt. Ja, gut. Und so ist dann die Vorstellung von diesem Evolutionsvorgang. Und das ist ja implizit in unserer Kultur vorhanden. Dann gibt es die rechten reaktionären Kräfte, die wollen dann irgendwelche alten Werte und überkommenes vorwissenschaftliches Gedöns wie irgendwelche Religionen noch erhalten. Und auf der anderen Seite die Linksprogressiven, die also sagen, die Befreiung des Bewusstseins vorantreiben. So, so wird das ein bisschen dargestellt in unserem gegenwärtigen Zeitgeist. Das ist sozusagen die Geschichte, in der wir uns bewegen. Ich würde jetzt allerdings gerne noch mal genau eingehen in diesen wissenschaftlichen, ja, sag ich jetzt mal, Konsens oder in dieses wissenschaftliche Weltbild. Was sind seine Bestandteile? Worauf baut es axiomatisch auf? Naja, Wissenschaft geht erstmal davon aus, dass es einen rationalen Zugang zur Welt gibt. Dass die Rätsel dieser Welt sich zwar nicht vollständig lösen lassen, aber dass es im Prinzip möglich ist, mit bestimmten Methoden induktiv vom Einzelnen auf das Allgemeine oder deduktiv, auch wie immer, dass es Methodiken gibt, mittels deren man tatsächlich bestimmte Phänomene der Welt in einen Ordnungszusammenhang bringen kann, beschreiben kann, vielleicht auch erklären kann. Letztlich aber rational. Und ohne Gott. Im Wesentlichen ohne das Göttliche, obwohl führende Naturwissenschaftler auch früher ja ganz stark auch spirituell und theistisch orientiert waren, zum Beispiel Newton, das muss man auch nochmal wissen, weil sagen Leute, viele das gar nicht wissen, war ein tief frommer Mensch, für den ja auch letztlich Gott immer in der Welt gegenwärtig ist und immer eingreift auch, nicht? Also der war ganz, die Kräfte waren für ihn, die Forces waren für ihn göttliche Kräfte und die Gravitation selber hatte für ihn was Göttliches. Also Newton selber war eigentlich Spiritualist in gewisser Weise und gleichzeitig aber Atomist und auch wieder Materialist, auch widersprüchlich. Aber die meisten haben dann doch die Hypothese Gott sozusagen ausgeklammert. Und Weizsäcker sagt einmal ganz gut, es gibt einen methodischen Atheismus, also Karl Friedrich von Weizsäcker, der Physiker und Philosoph, es gibt einen methodischen Atheismus. Wer jetzt kommt und nimmt irgendwelche spirituellen oder göttlichen, quasi göttlichen Kräfte in die Erklärung mit hinein, der ist auch draußen vor. Das ist deine Privatmeinung. Das ist ja diese Schizophrenie. Du kannst privat Buddhist sein, du kannst Anthroposoph sein, du kannst Hindu sein, du kannst fundamentalistischer Christ sein, alles egal. Aber wenn du als Wissenschaft darfst du das alles nicht mit einbeziehen. Ja, also es sei denn, oder man macht es eben, wie der Vatikan es gemacht hat, die Urknalltheorie wird dann als Schöpfungsmythos gedeutet. Aber letztendlich geht es immer, es ist eine Wissenschaft ohne Gott und ohne das Göttliche. Und nur, es gibt nur mechanistische Prinzipien, die überhaupt anerkannt werden. Wobei Gott allmählich rausgeschoben worden ist. Zunächst in den deistischen Zusammenhang. Ja, man hat quasi die Weltmaschine, das Welturwerk. Und Gott ist lediglich der erste Anstoßer selbigen Uhrwerks, ja, wie im Prinzip auch bei Newton, der ja diesen Urstoß imaginiert hatte, der alle Trägheitsbewegungen der Gestirne anstößt. Also ab einem bestimmten Punkt laufen die Dinge automatisch. Man braucht den Gott, wenn überhaupt, nur ganz am Anfang. Das ist ja dieses Thema. Bei Newton war es anders, der glaubte, dass Gott immer wieder eingreifen muss. Der eigentliche Mechanist war eigentlich Leibniz und zum Teil übrigens auch Spinoza.
Also die absolute Kausalverkettung. Ist ja auch immer eine Frage, um das kurz zu erwähnen. Wissenschaft lebt auch von der Kausalität. Ich nehme mal jetzt die Quantentheorie, können wir noch extra drüber sprechen. Kausalität ist also eine, es gibt eine Causa, nihil est sine causa, nichts ist ohne Ursache. Die Welt hat eine Verkettung im Kausalen. Es gibt also eine Kausalverbindung aller Dinge. Ja? Die hat auch letztlich die Quantentheorie nicht aus den Angeln gehoben. Und davon geht man aus. Und das nimmt man als Beispiel, als Methodik. Man sucht immer nach einer kausalen Verbindung, die man möglichst auch noch mathematisch formulieren kann. Wenn das geht, ist es wunderbar. Und wenn es nicht geht, dann ist es schwierig. Also die Wissenschaft ist eine Kausalitätswissenschaft. Man sucht immer nach der Causa und sie ist immer rational. Also man könnte natürlich auch eine ganz andere These vertreten. Man könnte sagen, die Welt ist ein abgrundtiefes Mysterium. Ja, sie ist überhaupt gar nicht erkennbar. Also die Auffassung vertritt übrigens Chagaff auch. Er sagt, das Leben ist ein Mysterium, das können wir nie erkennen und auch reduktionistisch sowieso nicht. Also alles bleibt ein Mysterium und so ist es letztlich auch. Was ist Raum? Was ist Zeit? Was ist der Mensch? Was ist Endlichkeit oder Unendlichkeit in Raum und Zeit? Was ist Leben? Was ist Bewusstsein? Wie fängt es an? Wie hört es auf? All diese Fragen sind ja ganz große Rätselfragen. Die Wissenschaft ist ja total gescheitert am Phänomen Bewusstsein. Da ist sie ja sozusagen, musste sie passen. Und gerade das Bewusstsein ist das Primäre. Ich würde sagen, man muss immer vom Bewusstsein ausgehen. Das ist überhaupt der Ausgangspunkt und nicht umgekehrt. Das Bewusstsein ist das Primäre. Also jetzt aber nochmal zurück, damit wir dieses wissenschaftliche Weltbild nachvollziehen können. Es geht also erstmal davon aus, dass man eine Art irgendwie maschinenanalogen Weltzusammenhang hat, der also aus Bestandteilen besteht. Oder energetisch heute. Oder energetisch, die durch bestimmte Gesetzmäßigkeiten miteinander verbunden sind. Und dieser Gesamtzusammenhang ist in sich erst einmal ein blinder, am Anfang noch imaginiert von einem Gott angestoßen und vielleicht auch mal unterfüttert wie bei Newton. Und der ist zunehmend weggefallen zu einem methodischen Atheismus. Aber die Sache selber wird so mechanisch betrachtet. Das heißt, die Wissenschaft beweist alle ihre Theorien dadurch, dass sie ein kleineres mechanisches Modell oder eine Simulation anfertigt. Und wenn diese halbwegs ähnlich aussieht oder in ihren Voraussagen ähnlich aussieht, wie was man in der Erscheinungswelt beobachtet, dann gilt selbiges Modell als gut oder als gut belegt oder als wissenschaftlicher Konsens. Aber erst einmal stellt sie tatsächlich wie so Dioramen oder kleine Maschinen-Nachbildungen der Wirklichkeit her, die in sich nicht lebendig sind und auch nicht bewusstseinshaltig, sondern abhängig vom menschlichen und vom menschlichen Geist. Es gibt allerdings noch ein zweites wichtiges Axiom, was du hinzufügst an der Stelle, und es ist bist auch meines Wissens der Einzige, der das tut, vielleicht sogar weltweit, und es ist der methodische Geozentrismus. Möchtest du dazu auch noch was sagen? Ja, methodischer Geozentrismus sagt Folgendes. Wir haben was haben wir als unmittelbare Erfahrung? Das sind wir als Wesen auf der Oberfläche dieser Kugel Erde, haben wir bestimmte Grunderfahrungen. Und wir gehen davon aus, dass wir letztendlich nur das auch wirklich haben, denn alles andere ist nur indirekt. Und methodischer Geozentrismus heißt, wir bewerten alles nach Maßgabe dessen, was wir von der Erde kennen, mit einer Ausnahme: das Leben, die Intelligenz, die Belebtheit, das wird nicht mit verallgemeinert. Man könnte ja sagen, wenn es einen methodischen Geozentrismus umfassend gäbe, müsste man von vornherein davon ausgehen, dass überall Leben existiert, entweder existiert hat oder existieren wird. Das geschieht aber nicht. Man transportiert letztlich mechanische, tote Prinzipien in die Welt hinaus und meint, alles müsste so funktionieren. Es kann aber auch ganz anders sein. Also man geht zum Beispiel davon aus, nehmen wir mal an, wir sehen jetzt im Fernrohr die Andromeda-Galaxie. Zig Milliarden Gestirn. Früher noch, bis in die 20er Jahre hinein, hielt man das für ein Nebelgebilde.
dann allmählich in den 30er Jahren, 40er Jahren, kam der Gedanke auf, das ist auch ein großes Sternensystem wie die Milchstraße. Das war sehr spät erst überhaupt gemacht worden. So, was heißt das? Was sieht man da überhaupt? Ist das das Gleiche wie bei uns? Es könnte aber auch was ganz anderes sein. Es könnte ja auch, woher wissen wir das? Das ist ja nicht die tiefe Frage, die Einheit und Universalität der Naturgesetze. Ist die Natur eine Einheit? In gewisser Weise würde ich sagen, das ist sie, aber nicht in einem abstrakten Sinne. Aber die Naturwissenschaft betrachtet den Kosmos, eigentlich ist es ja gar kein Kosmos mehr für die Naturwissenschaftler, betrachtet sie als eine formale Einheit der Natur, der Naturgesetz. Und so wird auch gerechnet. Wenn es andere Prinzipien gibt, zum Beispiel geistige Prinzipien, die vielleicht einwirken, dann würde alles durcheinander kommen. Und dann, wie ist es überhaupt? Man sieht Bilder von unzähligen Galaxien und da wird mit einer Leichtfertigkeit, mit einer Dumpfheit und mit einer, ich würde sagen, auch Dummheit und Oberflächlichkeit fabuliert, was diese Galaxien sind. Selbst ein 14-Jähriger am Computer kann heute simulieren, wie sich Galaxien entwickeln. Das ist einfach für mich hirnrissig. Das ist einfach Wahnsinn, weil sie davon ausgehen, auch von den ganz einfachen Prinzipien, die da vorherrschen, könnte man das ohne weiteres machen. Also methodischer Geozentrismus, ohne Leben, abstrakt, am besten auch als Maschine. Obwohl das natürlich heute zurückgenommen wird, dann sagt man, die Quantentheorie, die hat auch letztlich das alles gezeigt, das ist doch es gibt ja nur Wahrscheinlichkeit, das ist doch keine Maschine. Das ist aber alles, man kann das alles auch anders sehen und letztlich hat es nichts wirklich geändert. Also die Begeisterung vieler Menschen aus dem spirituellen Spektrum, die sind da happy, wenn ihnen die Quantentheorie aufgetischt wird. Da freuen sie sich riesig darüber und denken, oh ja, richtig, das haben wir doch auch, jetzt endlich hat es die Wissenschaft bewiesen. Also die Quantentheorie ist ein statistisches Modell, ein hochgradig statistisches, ganz komplexes Modell, kein Abbild der Wirklichkeit. Okay, also das ist methodischer Geozentrismus und eben methodischer Atheismus. Und da kommen noch andere Faktoren hinzu. Dann gibt es die Scientific Community, die sich auch untereinander einigen muss. Einen wissenschaftlichen Konsens. Richtig, dann gibt es einen, das hast du vorhin angeführt, die Scientific Community findet einen Konsens. Oft ist es ein Konsens, der durch Mehrheiten zustande kommt oder durch Autoritäten. Es gibt ja fatale Diskussionen auch in der Wissenschaftsgeschichte, wo einer ein guter Redner ist und deswegen die Leute mitreißt. Da kommen wir jetzt zum Phänomen der Autorität, das natürlich in den Wissenschaften enorm ist. Die Autoritätsgläubigkeit und dass einer eloquent reden kann. Wer nur so stammeln kann, der kommt nicht weit. Am schönsten ist es, wenn einer reden kann und kann gleichzeitig noch die Formeln an die Tafel werfen. Und das haben viele richtig gut gekonnt. Und das spielt auch mit hinein. Also wir sind ja von diesen psychologischen Faktoren auch abhängig. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Grunddiskussionen, wo nur der gewonnen hat, der nicht nur die besseren Argumente hat, der einfach besser reden konnte. Der die Sachen schmissiger und schlüssiger präsentiert hat. Zum Beispiel? Naja, das gibt bei der berühmten Sache der Lichtablenken in Schwerefeldern. Arthur Eddington war ein brillanter Redner. Der hat dann die Einsteinsche Theorie des gekrümmten Raumes favorisiert und hat brillant geredet. Und obwohl die Fakten, die reinen Messwerte, eigentlich keineswegs das gestützt haben, hat er dann gewonnen. Und die Scientific Community hat gesagt, okay, so ist das. Und dann hat die berühmte New York Times am 9. November 1919, bekanntlich, 70 Jahre vor dem Mauerfall, hat sie dann einen großen Aufmacher gemacht und das hat Einsteins Weltruhm begründet. Die Presse hat immer mitgespielt, was wir ja heute erleben. Die Presse hat immer mitgespielt. Genauso erinnere ich mich noch vor vielleicht 20 Jahren eine Überschrift in der Bild-Zeitung. Da sah man so die Galaxien und dann gibt da einen ganz großen Pfeil, einen dicken Pfeil. Hier wohnt Gott. Will ich nie vergessen. Also wenn ich sage, okay, also so ist das gewesen. Und die Leute freuen sich an solchen Dingen.
Sie sind irgendwie froh darüber. Und das spielt mit hinein in das ganze Thema der Wissenschaft. Die Autorität, die Angst, sich lächerlich zu machen. Das muss man einfach ganz nüchtern sagen. Wer in einem Institut in seiner eigenen Forschung zu einem anderen Ergebnis kommt als der Institutschef, der hat Probleme. Denn er müsste es ja an die Öffentlichkeit bringen. Und wenn es dann Autoritäten sind wie etwa Einstein oder jedenfalls was seine Relativitätstheorie betrifft, seine Auslassung gegenüber der Quantentheorie, die nahm man gar nicht ernst. Da hat er ja verloren gegen die Quantentheoretiker. Da ist er ja Bahn sozusagen eingegangen, da konnte er nichts mehr machen. Die waren dann doch stärker als er. Aber die ist wirklich so, diese Scientific Community trägt ja auch den Einzelnen. Heute ist es ja auch gar nicht mal so sehr der Einzelne, heute ist es die Gruppe. Nicht? Die Gruppe. Und Wobei, das ist eine Entwicklung, die ja Chagaff auch gesehen hat, dass es so eine Art Industrialisierung des Wissenschaftsbetriebs gab. Am Anfang war es eine Minderheitenbeschäftigung, ganz wenige, und da sind auch die großen Entdeckungen im Prinzip dann vonstatten gegangen. Und ab einem bestimmten Punkt hat es angefangen, dass alles und jeder publiziert und auch jeder publizieren muss, um seine Karriere zu machen. Es liest aber keiner dann. Genau, es liest keiner. Der berühmte John Ioannidis hat ja ein ebenso berühmtes, eins der berühmtesten Paper überhaupt, ich glaube auch meist zitierte Paper, ist dieses, warum 95% aller veröffentlichten Wissenschaftsergebnisse falsch sind. Also 95% ist für die Tonne. Ne? Also brauchen wir eigentlich gar nicht. Wird aber die ganze Zeit produziert. Auf seine Wissenschaft bezogen. Auf seine Wissenschaft bezogen. Von der Naturwissenschaft hat er in diesem Sinne, klar, von Kosmologie gut. Hat er auch keine Ahnung. Ja, klar. Aber es ist erstmal ein plakatives, ein plakatives Beispiel von so einer Aussage, dass also in enorm viel Masse statt Klasse produziert wird. Ja, das ist ja heute auch so, dass in den Forschungsvorhaben musst du ja dann, was du dann machen willst, damit du überhaupt Geld bekommst, musst du ja in den Forschungsvorhaben ganz genau alles voraussagen. Dass sozusagen, da kann der Einzelne mit seinen genialischen Ideen in Anführungszeichen kaum was machen. Das ist ja alles heute total institutionalisiert. Ist ja alles vollkommen eingeschränkt, und das kritisiert ja auch Chagaff schon. Dass es sich zu seinem Zeitraum schätzt, der ver-25-facht hat bereits die Kosten, die es bedeutet, ein Forschungsvorhaben umzusetzen. Chagaff sagt ja auch einmal, er hat jetzt gelesen, es gäbe 2 Millionen Naturforscher. Mhm. Er sagt, mein Gott, so viel Natur gibt es doch gar nicht. Also die Naturforschung ist ja auch ein riesiger Apparat. Also in der Physik kann man das nachweisen. Das haben ja sehr schön, hat die Sabine Hossenfelder das gezeigt, dass in den letzten 40 Jahren erst in der Physik gar nichts passiert ist. Überhaupt nichts. Das wissen viele gar nicht. Ich denke, die großen Entdeckungen, gar nichts ist da wirklich Substanzielles passiert. Alexander Unziger sagt, es sind sogar noch mehr, es sind 50 oder 60 Jahre. Ich würde sagen, es ist noch weiter zurück. Also da ist eigentlich nichts passiert. Das Higgs-Teilchen, das wird hochgefeiert, was da angeblich entdeckt worden ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Da gibt es gute Argumente, die habe ich auch gebracht. Oder die Gravitationswellen, ganz zu schweigen von dem unsäglichen Foto des Schwarzen Lochs, was einfach ein Grotesk war, was einzelne Kritiker auch sehr schön beschrieben haben. Aber die Menge war ganz froh, und die hat sich so gefreut darüber, endlich sieht man mal das Schwarze Loch. Das könnte man aber doch rein definitorisch gar nicht sehen. Und da ist auch die Sternenwelt wird ja im Grunde genommen, das sage ich ja oft, habe ich schon vor 25 Jahren gesagt, letztlich wird es wie ein kosmischer Faschismus betrachtet. Da werden ständig Sterne verschlungen, da Galaxien kollidieren. Das Ganze ist ein einziges Chaos. Einer frisst den anderen, eine Großbestie die andere. Und das soll der Kosmos sein. Wenn das Weltall so aussehen würde, habe ich oft gesagt, ich sage es gerne nochmal, dann kann der Weltgeist, wenn er dafür verantwortlich sein sollte, der wirklich nicht intelligent sein. Denn das kann, wenn das wirklich so sein sollte, dann verabschiede ich mich daraus. Obwohl ich ja dann auch nicht entfliehen kann. Aber ich glaube eben, dass das Ganze ganz anders gebaut ist und viel intelligenter. Das haben wir ja auch in mehreren Videos schon versucht zu zeigen. Auf jeden Fall ist man da in einer wirklichen Grenzzone, die... Das muss man immer mitdenken. Das sagte ich ja vorhin, es gibt ein implizites Weltbild. Die Menschen lauern auf bestimmte Dinge
und wie sie jetzt auf extraterrestrisches Leben lauern. So wie sie danach forschen, können sie es gar nicht finden, würde ich sagen. Außerdem würde ich immer noch sagen, die Terrestrial Intelligence wäre auch ganz schön, wenn man die auch fände. Also das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ja, könnte man anfangen. Auf jeden Fall ist das spielt alles mit hinein. Die Menschen, ich sag's nochmal, plakativ, das muss man einfach, sind wissenschaftsgläubig. Auch die Kritiker der Maßnahmen jetzt sind auch wissenschaftsgläubig. Das hat sich so in den Köpfen festgelegt, gesetzt. Das kann man gar nicht anzweifeln, ohne dass man irgendwie in Misskredit gerät. Mhm. Ich mach's trotzdem. Mit Argumenten, und die natürlich auch dann bis zum gewissen Grade auch wissenschaftlich sind oder auf jeden Fall rational auch. Wenn wir jetzt also betrachten, wie die Wissenschaft, sagen wir so, ein Faktum, in ihrem Sinne ein Faktum produziert, ja. Durchaus auch zu würdigen im Übrigen, das ist jetzt nicht reine Wissenschaftskritik, also wie die Wissenschaft ein Faktum produziert, da würde ich gerne nochmal tiefer reingehen. Wie wird das gemacht? Wie ist ein solches wissenschaftliches Faktum aufgebaut? Und was ist die Rolle der Vorhersage im Rahmen der Wissenschaft? Naja, dann das führt letztlich auf eine Grundfrage. Was ist ein wissenschaftlicher Beweis? Viele sagen doch, naja, wenn du irgendwas sagst, na, das ist doch bewiesen worden von dem und dem, meistens einer Autorität. Dann wird der Kritiker erstmal still und denkt, okay, das weiß ich jetzt nicht, da kann ich nichts zu sagen. Auf jeden Fall. Das ist also, wie entsteht ein wissenschaftliches Faktum? Was ist ein wissenschaftlicher Beweis? Das ist letztendlich auch eine Art Kausalverbindung. Wenn du ein Phänomen erklärst und hast dafür eine Formel und kannst bis zu einem gewissen Grade voraussagen, was dann passieren wird, dann gilt es als zumindest plausibel. Also meine Formel simuliert im Modell einen zeitlichen Verlauf in der Wirklichkeit. Richtig, oder, genau. Oder sozusagen in meiner Simulation kommt ein bestimmtes, auch nicht im zeitlichen Verlauf, kommt ein bestimmtes Phänomen vor, genauso wie in der Wirklichkeit. Daraus wird geschlossen, die Formel, die ich in mein Modell verbaut habe, ist irgendwie, das bescheiden betrachtet, einfach nur sehr nützlich und damit das beste Modell, was wir haben, das wird ja immer wieder gesagt, aber nicht so bescheiden betrachtet, bildet es irgendwie die Wirklichkeit ab. Ja, das ist ja ein verdeckter Truth Claim. Genau. Also die, wie soll man es denn sonst machen? Also der Mensch erstmal, was ist für ihn evident? Wir alle, was ist das? Was man sieht? Okay, das kann er trotzdem täuschen. Ist die Erscheinungswelt eigentlich wirklich real oder ist sie nur, wie Schelling sagt, halb real? Was empfindet man als real? Der normale Mensch heute, der rationale Menschen in der Intellektualkultur, der glaubt erstmal an das, was er sieht, was ihm direkt vor Augen ist. Ja, nach dem Motto, was du ja auch schon mal gesagt hast, mein Computer funktioniert, also stimmen auch die Prinzipien, mit denen er gebaut worden ist, also muss auch die ganze restliche Physik. Also hat es einen Urknall gegeben. So, ja. Also es gibt sozusagen die sinnliche Evidenz, die ist ja im Menschen kolossal stark. Und dann gibt es natürlich eine bestimmte Form der Abstraktion und das zeigt sich in Maschinen. Das heißt, wenn man irgendwo raus eine Maschine entwickeln kann oder bauen kann, dann glauben die Menschen, das stimmt doch. Einfache Formel, was funktioniert, ist wahr. Also wenn ich einen Roboter auf dem Mars herum sozusagen dirigieren kann, über elektromagnetische Wellen kann ich den steuern, dass er sich so und so bewegt, dann weiß ich doch, was das Ganze bedeutet. Bis zu einem gewissen Grade, formal, ist es auch so. Aber der Mensch ist ja so von geblendet, dass er gar nicht sieht, dass da so viele Voraussetzungen mitgedacht sind. Das weiß er nicht. Also Wissenschaft ist also nochmal klar, du entwickelst eine Formel, die Voraussagen ermöglichen. Du hast eine Evidenz über eine Maschine, die funktioniert. Nicht? Du hast die Evidenz über die Maschine, die ist ja sehr stark, diese Evidenz. Und trotzdem ist es doch in der modernen Wissenschaft so, dass viele Dinge einfach von vornherein da nicht mit aufgehen. Zum Beispiel, wenn ich die digitale Welt betrachte, die ja doch im Unsichtbaren sich vollzieht, worauf basiert das eigentlich? Auf einem Feld. Und was ist dieses Feld? Nicht? Das ist ja die Frage, was ist dieses Feld? Das ist auch eine interessante Frage. Und dann muss es einen Konsens geben und dann muss es in Fachzeitschriften veröffentlicht werden, die Journale.
Es gibt bestimmte angesehene Zeitschriften, die große Autorität genießen. Und wenn du da veröffentlichen darfst, und dann gibt es den Peer Review, dann gibt es Leute, die es auch lesen. Du kommst also mit einer tollen Theorie an und denkst, super, die will ich jetzt mal veröffentlichen. Ja, erstmal, wenn du in die Zeitschrift reinkommst, ist schon selten, aber sag mal, dir gelingt es im Vorfeld. Dann reichst du das ein. Was macht die Zeitschrift, wenn du nicht ein weltbekannter Mann bist oder eine weltbekannte Frau? Sie schaltet andere ein, also der Peer Review, die auch da auf dem Feld arbeiten. Kann das stimmen oder kann das nicht stimmen? Das ist also eine Kontrollinstanz. Und wenn einer das alles durchlaufen hat, dann gilt es bis zu einem gewissen Grade als okay. Also du hast veröffentlicht, andere lesen das auch, beziehen sich darauf und du hast eine klare Voraussage und dann hast du irgendwas erreicht. Aber letztendlich hast du gar nichts groß erreicht, weil es geschieht tausendfach, eigentlich möchte ich fast sagen millionenfach. Und damit ist nichts erreicht. Zumal ja auch mittlerweile bekannt ist, in der NZZ gab es dazu einen Artikel, dass durch künstliche Intelligenz maschinengenerierte Paper angenommen und in großen Journalen auch veröffentlicht worden sind. Viele dann, also es gab da einen Fall aus Japan, einen aus China, die ist ein großer Publikationsdruck und die haben das einfach gemacht. Einen aus Indien gab es auch, einige Fälle haben sie dort gezeigt in diesem Artikel. Und das ist problemlos durchgegangen. Das ist in die großen Journale reingekommen, diese Art von Fälschung. Ist dann erst später. Da kommt natürlich auch noch der Faktor Fälschung hinzu. Der ist viel stärker, als der Laie das denkt. Das wirklich Erfundene. Was ja so, habe ich früher in meinen Vorlesungen öfter gesagt, habe es auch an der Tafel dann gezeigt. Man hat also auch mal eine Wunschkurve, auch im Klimawandel und so, ne? Oder auch jetzt hier bei irgendwelchen hier mit der Omikron-Variante, da gibt es da natürlich Modellierer, die haben das computermäßig ausgerechnet, haben bestimmte Kurven. So müsste es verlaufen. Dann hat man also eine bestimmte Kurve. So, das wäre die ideale Kurve, sozusagen das platonische Ideal, wie die Dinge wirklich sind. Dann gibt es aber die Messwerte, die sind ziemlich verstreut. Und die trifft nie, die sitzen nur nicht alle auf dieser Kurve, sondern die sitzen da und da und da und da und da und da. Also ist es nicht genau. So, dann ist die Frage, von wo an kann man sagen, okay, das ist eine Bestätigung? Oder wann sagt man, es ist eigentlich keine Bestätigung? Also es ist so, dann bringt man einen abstrakten Apparat drauf und sagt, okay, relativ, das ist signifikant, außerhalb des Zufälligen, dann ist es richtig, dann ist die Theorie bestätigt. Wir haben ja damals in unserem Video auch bei der Raumkrümmung und der Lichtablenkung im Schwerefeldern habe ich ja auch in die Kamera dann so ein Bild gezeigt, wie die Messwerte eigentlich aussehen. Und das ist bei all diesen Modellen der Fall. Ganz besonders natürlich, wenn man damit Politik macht. Man hat ein Modell und man sagt, es ist alternativlos und baut darauf Schlussfolgerungen auf, die mit Macht zu tun haben und ganze Millionen von Menschen dann drangsaliert durch irgendeine abstrakte Überlegung. Auf jeden Fall, das spielt alles bei der Wissenschaft hinein. Und ich habe, glaube ich, alle Faktoren jetzt genannt. Und dann, das ist irgendwie... Obwohl es zum Teil ja nichts aussagt. Also die Wissenschaft hat ja so einen Glaubwürdigkeitsstatus, weil wir haben ja jetzt das berühmt-berüchtigte Imperial College, was immer wieder gerne Modellrechnungen produziert, die vollkommen grotesk falsch sind, also die nicht mal in die Nähe kommen einer auch nur ansatzweisen Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit. Aber es wird dann einfach behauptet, dass dieses groteske Abweichen von irgendwie so 3 Millionen Toten oder was sie da vorher gesehen haben, das liegt halt daran, weil die Maßnahmen so gut funktioniert haben. Das heißt, logischer Zirkel. Das heißt, die Leute kommen auch gar nicht mehr raus und sind aber diffus bezogen auf Modellrechnungen, die keine Wirklichkeit haben und nicht mal in der Nähe von Wirklichkeit sind. Ja, es kommt natürlich noch eine menschliche Dimension hinzu, die wir alle kennen. Man hat eine bestimmte Überzeugung und man sucht natürlich nach Bestätigung. Und sucht natürlich, da ist ja wieder was entdeckt worden. Das ist ja spätestens ja genau das, was ich sowieso denke. Also dieses spielt natürlich hinein, menschlich verständlich. Aber wenn es machtpolitisch missbraucht wird, ist es natürlich ganz fatal.
Und man kann natürlich auch an den Daten manipulieren. Das muss ich jetzt nicht im Einzelnen anführen. Darüber gibt es ja eine große Literatur, auch mit allen möglichen Intensivbettenbelegen und so weiter. Also so manipuliert und auch verbogen worden. Und das stimmt alles hinten und vorne nicht. Mittlerweile ja auch in den normalen Medien wird es dargestellt. Also das ist in der Wissenschaft aber auch der Fall. Es gibt dann immer auch in gewisser Weise, kann man sagen, auch einen Wissenschaftsbetrug. Und ich weiß, dass ich das mal mit den Formeln und der Kurve an der Tafel vorgeführt habe an der Humboldt-Universität. Und einer, der immer in meinen Vorlesungen war, ein Chemiker, der immer in der Diskussion das Gegenteil sagte und mich immer angriff, aber der es trotzdem spannend fand. Der fand es interessant, dass einer sowas ernsthaft macht. Der sagte auch, Sie vor den Hörern hier machen Sie die Wissenschaft lächerlich. Ich mache doch die Wissenschaft nicht lächerlich, wenn ich einfach sage, was passiert. Ja, aber Sie schüren Misstrauen bei denen, die hier sitzen, bei Ihnen in Ihrem Hörsaal, schüren Sie Misstrauen gegen diese Ergebnisse, weil Sie zeigen, dass es oft nur fiktiv ist oder nur sozusagen näherungsweise. Dann kommen ja bei den Wissenschaftlern auch die berühmten näherungsweise Werte hinzu. Nicht? Also die letztlich auch statistischer Art sind. Ja, aber das Grundweltbild im Hintergrund ist immer leblos. Ist ja nicht, dass es vom Quirlige, von wunderbarem Leben, die auch monochrom, die Menschen denken ja, was hier für Farben, apropos Geozentrismus, was hier für Farben existieren, das würde die einzigen Farben, es gibt nach meiner Überzeugung unendlich viele Farben, völlig verschiedene Farben. Der Kosmos ist umfassend lebendig. Das kann ich auch immer wieder sagen und auch habe es oft genug auch gezeigt. Dieses Bild, was die moderne Wissenschaft vom Kosmos hat, ist einfach trostlos, ist einfach ein Albtraum. Und genauso ein Albtraummäßig sind natürlich auch diejenigen, die diese abstrakten Modellierer, die ja letztlich auch alle vom Toten ausgehen und den Menschen ja auch so betrachten. Er ist ein Objekt. Der wird ja nicht als lebendiges Menschenwesen betrachtet, als seelisch-geistig. Wird ist ja ein nicht X betrachtet. Einer Exponentialfunktion, ein ja, X einer Exponentialfunktion und eben halt nicht mit und diese ganzen, da sieht man dieses Wegfallen von all den, wenn man soften wahrscheinlich genau. Sagen, Faktoren wie überhaupt der menschlichen Lebendigkeit, sieht man ja in dieser Krise wie kaum sonst, weil es wird einfach ein Modellwert gerechnet und dann einfach mechanisch entschieden, das regeln wir jetzt runter. Kann man machen, indem wir einfach einen Lockdown machen, dann geht es runter, der Wert so. Und dann wird gar nicht gefragt, wie es den Menschen damit geht, ja, also ob das man überhaupt umgehen kann mit seinem Gegenüber. Das ist eben grundsätzlich der Fall. Wissenschaft kann Leben nicht erklären. Das sagt ja auch Chargaff, unermüdlich. Das würde ich auch sagen. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da war auch eine Biologin im Publikum. Ich hatte auch das gesagt, das ist jetzt vielleicht 15 Jahre her, und habe gesagt, man kann Leben nicht erklären. Und das wissen wir nicht. Da hat sie allen Ernstes dann gesagt, ja, aber wir können Leben nicht erklären, das ist doch Stoffwechsel. Ich sage, für Sie blöd halten Sie mich eigentlich. Also wenn ich wüsste, dass es den Stoffwechsel gibt. Und das soll eine Erklärung des Lebens sein, das kann doch nicht wahr sein. Das ist natürlich gibt es den Stoffwechsel, Metabolismus. Und die war so ganz irritiert und sagte, das weiß man doch, ich weiß gar nicht, warum sie das sagen. Also das war wie, von welcher Ebene aus wird überhaupt gefragt? Und das sagt ja auch Chargaff immer wieder, er nennt das sehr schön, die Schäbigkeit der Fragen. Die Schäbigkeit, mit der man dem Lebendigen auf den Leib rückt, ist einfach unsagbar. Die Primitivität der Fragen. Das ist doch unfassbar, dass man mit so ein Beispiel, ist ja nur eins von vielen Beispielen, dass man so primitiv an die Dinge rangeht. Jeder Einzelne ist sich selbst schon ein großes Mysterium. Der so redet, flott daherredet, der ist doch in der Einsamkeit der Nacht auch nur ein armer Tropf. Der ist doch, der muss bei sich muss man anfangen, beim Lebendigen, beim Bewusstsein. Wenn man, das ist die eigentliche Quelle, von der aus man überhaupt die Dinge betrachten kann. Nur die Außenwelt als Außenwelt ruiniert uns alle. Die ruiniert uns total. Und da sind wir verloren einfach. Da ist ja auch alles unwichtig letztlich.
Das ist ja letztlich auch, dann sind ja auch die Werte verraucht, dann ist es ja der Nihilismus pur, dann ist es mathematischer Nihilismus. Und alles wird im Prinzip letztendlich nur noch zu einer Messgröße, die ich rauf und runter regle, weil im Prinzip wird auch die ökologische Krise jetzt umgeformt in eine Messgröße, einen Regler, den ich runterschrauben kann. Genau. Wenn ich den ein bisschen runterschraube, dann geht die ökologische Krise irgendwie weg. So ist der Gedanke, dieser naturwissenschaftlich-physikalische Gedanke, man findet eine Messgröße und verändert diese dann, ja. Mhm. Das ist ja im Prinzip in allen Bereichen auch als sichtbar, auch in der Corona-Krise jetzt merken wir genau das Gleiche, man hat so ein paar Messgrößen festgelegt und dann tut man Dinge, von denen man meint, dass sie diese Messgröße beeinflussen und nimmt die Komplexität des Lebens gar nicht in den Blick. Ja, das ist so eigenartig, dass der Mensch so brutal auch gar nicht nach sich selber fragt, nicht auch im Transhumanismus ja letztendlich, denn der Maschinenmensch, dass man dem Menschen tatsächlich gar nichts mehr zutraut. Und das ist ganz merkwürdig, ich finde das gespenstisch. Ich will nochmal, weil wir nochmal zwischendrin, möchte ich mal ein paar Sätze von unserem geschätzten Erwin Schager vorlesen, aus dem Buch hier über das Lebendige. Das ist ein Essayband. Und vieles von dem, was er hier schreibt in seinen Büchern, seinen vielen wunderbaren Büchern, Essaybänden und so, habe ich mit ihm auch besprochen. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, will es kurz sagen, gibt es eine andere Naturwissenschaft? Halten Sie es für möglich? Und da hat er gesagt, eigentlich nicht. Höchstens eigenartigerweise erwähnt er dann Giordano Bruno. Mhm. Das könnte sein, aber letztlich müssten wir das Ganze lassen. Also es gibt keine andere Wissenschaft, sondern die Wissenschaft gibt nur die Wissenschaft. Dann wenn wir das retten wollen und uns als Menschen retten wollen, müssten wir das Ganze lassen. Ja? Mhm. So. Ich lese mal hier aus diesem Band ein paar Sätze vor. Es gibt so viele wunderbare Dinge in diesen Büchern. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, wer Interesse an der deutschen Sprache hat, an einer ausgefeilten Stilistik und an einem hochintelligenten Diskurs und gleichzeitig auch hochaktuell in den 80er, 90er Jahren geschrieben. Wer hat das damals gesehen? Eigentlich gar keiner, außer ihm und wenigen anderen. Was die Menschheit anstrebte, schreibt Schager, als sie das große Abenteuer der Wissenschaft unternahm, war, ein festes und wahres Bild der Natur zu erlangen. Stattdessen ersticken wir in einem Krimskrams winzigster Spezialfakten. Der Spezialist ist ja heute so, dass der Spezialist den anderen Spezialisten gar nicht mehr versteht. Der ist nur auf dieses kleine Segment fokussiert. Alles andere weiß der auch gar nicht und sein Kollege, der ein anderes Segment hat, versteht ihn auch gar nicht und sie können sich im Grunde gar nicht mehr darüber unterhalten. Also stattdessen ersticken wir in einem Krimskrams winzigster Spezialfaktoren. Das enorme Anschwellen der Naturwissenschaften in unserer Zeit, der immer größer werdende Zustrom von Wissenschaftlern, die Lawine von Publikationen, die eine Fülle von immer trivialer werdenden sogenannten Entdeckungen vermittelt. All das hat den Charakter der Wissenschaft völlig verändert. Also es wird ständig irgendwas als Wissenschaft ausgegeben und irgendwelche Trivialitäten werden verkündet. Aber wichtige Dinge hört man praktisch überhaupt nicht. Es kommt dann irgendwann ein Zeitpunkt, da muss man den Eindruck gewinnen, dass die Wissenschaften nur zwecks Ernährung der Wissenschaftler weiter existieren. Ursprünglich war es wahrscheinlich umgekehrt. Es ist ein Job einfach für viele. Und wenn sie den Wissenschaftsapparaten drin sind, dann machen sie einfach alles mit. Und sie leben davon und müssen ihre Familie ernähren. Aber sie füttern natürlich dieses Irrsinnsprojekt alle weiter. Der Grad des Absurden ist in den verschiedenen Wissenschaften nicht gleich. Das muss man dazu sagen. Wissenschaft ist, auf keinem Feld kann man das Absurde so wunderbar einer staunenden Öffentlichkeit vermitteln wie in der Naturwissenschaft, weil da alles geglaubt wird. Wenn das so die absurdesten Dinge werden behauptet und dann kann man
dann hört er, das kann noch so absurd sein. Und es wird angenommen, es wird zumindest für möglich gehalten. Also, der Grad des Absurden ist in verschiedenen Wissenschaften nicht gleich. Am höchsten ist er vielleicht in den diversen Zweigen der Biologie, in welcher der Kontrast zwischen der Riesenhaftigkeit der belebten Natur und der Schäbigkeit der Fragestellungen, mit der man ihr auf den Leib zu rücken vorgibt, bizarre Ausmaße angenommen hat. Ja? Diese Form von Naturimperialismus hat eine früher undenkbare Fragmentierung der Natur zur Folge gehabt. Auch sehr schön hier, Naturimperialismus. Eine zusammenhängende Vorstellung, ein festes Bild von der Natur, ist uns mithin unwiderruflich versagt. Wir haben nur ein Riesenalbum von unzähligen Naturphänomenen. Und so weiter. Also ein wesentlicher Punkt ist bei Chagov, dass die Ganzheit, er benutzt das Wort oft, die Ganzheit des Lebendigen durch die analytische, reduktionistische Betrachtung letztendlich zerstört wird. Ja, grundlegend zerstört wird. Und dass der ganze Ansatz eigentlich falsch ist. Und das war das war von Anfang an mit drin, wenn wir bedenken, hat ja das Buch der Natur, als an die Stelle der Bibel getreten ist, ist ja die Enzyklopädie, also das Lexikon, das Wörterbuch. Ja. Also erstmal ein Weltkatalog. Da ist ja erstmal kein anderes ganzheitlich geordnetes Weltbild gegenübergetreten, sondern zunächst einmal einfach auch wirklich eine Liste der Welt, also Liste aller Weltgegenstände. Naja, das ist richtig. Das sind natürlich diese. Das kann man sagen, also es gibt ja das Heilige Buch, die Bibel, und hinterher haben es die Wissenschaftler auch so gemacht. Letztlich die Enzyklopädie, wir haben dann die Fachzeitschriften, sie haben die Lexika und sie haben die Publikationen bis zum geht nicht mehr. Und das kann man alles nachlesen. Also das die Verschriftlichung auch total. Alles muss ja aufgeschrieben werden. Das liest zwar keiner, aber es muss aufgeschrieben werden und es muss zitiert werden. Ja, so. Am Ende dieses Weges, sagt hier Chagov, steht dann der blinzelnde Homunculus und friert. Denn darauf ist man aus, so höre ich. Ja? So? Wie oft habe ich schon von der Schöpfung des Lebens im Reagenzglas gelesen, Anführungszeichen. Immer wieder auch in den Journalen, die Journalisten plappern ja im Grunde alles nach. Was da vorgegeben wird. Die Schöpfung im Reagenz, also Wissenschaft hat entdeckt, dass eine Weile war die große Mode, waren die Gene. Da wurde pausenlos von den Genen fabuliert. Später mussten sie immer mehr zurückgehen, sagen, eigentlich die Gene haben doch nicht diese Bedeutung, man muss doch den Kontext sehen. Und immer weiter ist es zurückgegangen, heute hört man kaum noch was davon. Nicht? Das sind auch so ganz bestimmte Moden, die dann immer eine Rolle spielen. Mit von der Ewigkeit triefenden Fingern werden sie etwas zusammengestoppelt haben, was sie Leben nennen. Nochmal, mit von der Ewigkeit triefenden Fingern, also dieses Bewusstsein, tiefste Dinge erkannt zu haben, werden sie etwas zusammengestoppelt haben, was sie Leben nennen. Das unbegreifliche Geheimnis, das Lebendige, nicht. Es ist der Fluch Kritik und hemmungsloser Induktion, dass jedes Experiment ein neues angebliches Naturgesetz aufstellt. Ich bin sicherlich nicht der Einzige, der die Natur vor lauter Naturgesetzen nicht mehr sieht. Dabei ist das meiste, was man gefunden zu haben vorgibt, halb erlogen und halb gepfuscht. Ich meine, das muss man mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und viele Sätze dieser Art gibt es auch, also diese auch die Eitelkeit, die Gier, das Machtstreben der Wissenschaftler, das Beklatschen in der Öffentlichkeit und all diese Dinge. Die Natur interessiert doch die meisten gar nicht mehr. Also ein Astronom interessiert sich ja nicht für Sternbilder. Ein Biologe, der die Gestalthaftigkeit der lebendigen Phänomene, die, sagen wir mal, noch bei einzelnen Biologen im 20. Jahrhundert da war, Portmann zum Beispiel, es gab ja ein paar Ausnahmen, die interessiert den heutigen Biologen ja überhaupt gar nicht. Ist vollkommen unwichtig geworden. Vollkommen unwichtig. Gestalt, Beschreibung,
auch, man staunt, wenn man Bücher aus dem 19. Jahrhundert liest, auch von den Biologen, die auch viele ambivalente Dinge gesagt haben, wie sie doch immerhin noch es gekonnt haben, mit Sprache die Phänomene zu beschreiben. Großartig. Das kann doch heute auch kaum. Fragt man heute einen Biologen, wie er so ausgebildet ist, der kann das doch gar nicht mehr. Die Gestalt ganz interessiert ihn auch gar nicht, weil zum Reduktionismus gehört ja immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Man glaubt ja, indem man immer weiter in die Materie hineingeht und auf immer kleinere Einheiten zurückgreift, dass man da der Wirklichkeit immer näher kommt. Dabei würde ich sagen, da kommt man der Wirklichkeit nicht nur nicht näher, sondern man zerstört sie. Mhm. Weil die Gestalt Ganzheit, das, was Goethe mit Recht ein Urphänomen nennt, auch, das kann man einfach so nie erkennen. Und das soll man vielleicht auch gar nicht erkennen, weil dieses Reduktionistische zerlegt alles. Also das Ganze, das Phänomen, ja, oder also sagen, was ich auch nehmen könnte als, sage ich jetzt mal, Objekt der Wissenschaft, nämlich die Gestalt, Ganzheiten und die Morphologie, das Erscheinen der Gestalten, richtig, und ihre Gesamtheit, das würde in dieser ganzen Betrachtungsweise völlig verschwinden. Das heißt also, ein ganzer, ja, phänomenaler Bereich wird nicht mehr gesehen, obwohl er durchaus wissenschaftswürdig wäre und auch besprochen werden kann in viel, vielfältiger Hinsicht. Wenn man da denkt, kann man ja sagen, ja, du bist ja, man kann sagen, ja, du, oder mancher Wissenschaftler würde auch sagen, ich liebe auch die Natur, ich gucke mir auch gerne eine Blume an, ich gucke mir gerne Blüten an, ich streife auch gern eben durch Wald und Flur und ich bin genauso ein lebendiger Mensch wie du auch, aber ist doch nicht Wissenschaft. Wissenschaft ist das Analytische, Reduktionistische, und Reduktionistisch ist insofern fatal, als es da eben eine Prämisse gibt, und die Prämisse ist, das ganz Kleine ist das Wirkliche. Immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. So ist es ja auch bei der Atombombe gewesen. Irgendwann ist ihnen alles um die Ohren explodiert. Ja? Also, und das ist in anderen Wissenschaften ganz genauso. Und die Naturwissenschaften haben natürlich da eine Marschroute vorgegeben, muss man dazu sagen, die anderen sehr neidisch gemacht hat. Da heute will jeder Literaturwissenschaftler, jeder Soziologe, die alle möchten jetzt auch gerne so sein und erfinden dann auch Formeln. Nicht? Dann versuchen Dinge man festzulegen. In einer Literaturbetrachtung dann auch Formeln. Ja, also das hat so eine Schule gemacht, das Reduktionistische. Der Mensch hat sich selbst reduziert und sieht auch alles reduktionistisch und seine Fragestellungen sind einfach schäbig und sind auch alle widerlegbar. Also die Ergebnisse sind alle widerlegbar. Insofern bewegen wir uns in einem grotesken Rahmen, der uns alle zu ruinieren droht, wenn da kein Halt geboten wird. Ich würde mal sagen, diese Linie, das kann nicht gut gehen. Das ist gegen die elementarsten Instinkte des Menschen gerichtet. Auf jeden Fall. Nun sagte Schargaff, dass er das ganze Projekt sowieso nicht enden sieht. Also sozusagen, es wird keinerlei Umschwung, keinerlei Umdenken, keinerlei Aufwachen passieren, bis eine große Katastrophe, also es gibt nur Lernen durch Schmerz im Klartext, also Lernen durch Schmerz, dass es bestimmte Dinge nicht gehen. Das sagst du ja auch manchmal, dass es eigentlich nur eine Teilapokalypse sein kann, die diese Trägheitsbewegung, in der sich das Gesamtsystem, auch dieses globalkapitalistische Gesamtsystem bewegt, letztendlich nochmal irgendwann aufhalten kann. Ja, wenn du, ganz richtig, das sage ich immer wieder mit der Teilapokalypse. Ja, das habe ich... Danke, dass du es nochmal erwähnst. Aber ich will nochmal kurz auf den Naturbegriff eingehen. Was ist denn für den Naturwissenschaftler eigentlich Natur? Das ist ja schon mal ganz schwierig. Ich gebe mal kurz drei Naturdefinitionen. Wie haben die Griechen, die griechische Philosophie, die ich ganz gut kenne, wie haben die Natur gesehen? Die Natur, was war in dem Naturbegriff Physis enthalten? Der Ursprung, die Arche, das Ziel, das Telos, der Prozess selber und das Wesen des Prozesses. Der Ursprung, das Ziel, der Prozess und das Wesen des Prozesses. Das war alles in der Natur. Bei den Römern ist es schon anders. Da nass sie geboren werden, das hat immer noch auch mit Lebendigem zu tun, aber schon wesentlich eingeschränkter. Und die Abendländer seit der Renaissance haben, was die abstrakte Naturwissenschaft betrifft, vor allen Dingen die Abstraktheit favorisiert. Natur ist das, was ich abstrakt
behandeln kann oder nach Kant einfach die Außenwelt, schlicht und einfach die nichtmenschliche Außenwelt, die nach klaren, eisernen Gesetzen funktioniert, nach Kausalzusammenhängen funktioniert, Natur als Außenwelt. Und also sozusagen als nichtmenschliche Außenwelt, wird sie betrachtet. Also die, es hat eigentlich mit Natur in diesem ursprünglichen Sinne eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und alles andere sind Privatangelegenheiten. Wer die Natur liebt, das kann er ja tun, das ist ja alles ganz, ganz schön, aber es ist ja, hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun. Und wir haben einen ganz eingeschränkten Naturbegriff und der schwingt in alle mit, die Virologen allesamt, die haben alle genau diesen Naturbegriff, ganz genauso. Das sind alles auch abstrakte Modellierer oder haben ihre Modellierer, wenn sie es nicht selber können. Die Mathematiker spielen überall mit und alles baut darauf auf. Es ist ein fatales Projekt, was, wenn man das weiter voranpeitscht, uns alle in den Untergang reißen wird. Das kann man voraussehen. Und das wäre jetzt auch der Geist oder die Kettenreaktion, die in dieser Sache, in dieser Modelliererei mit angelegt ist, dass sie das Leben gewohnheitsmäßig übergeht und deswegen sehr, sehr viele dumme Entscheidungen trifft. Und zwar sehr, sehr dumme Entscheidungen mit sehr fatalen Folgen. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus? Oder wollen wir noch eine Art quasi Ausblick machen? Chagas sagte nun sehr klar, Lernen durch Schmerz. Also es wird entsprechende Folgen geben dieser Art von Anwendungen. Und weil die so extrem sein werden, kommt vielleicht die Menschheit dazu, bestimmte Dinge ganz sein zu lassen. Was schlägst du vor? Wie gehen wir jetzt um angesichts der Tatsache, dass tatsächlich in dieser jenseits von Gottes Tod befindlichen Welt die Wissenschaft jetzt diesen Autoritäts- und Legitimationsreservoir-Rang gewonnen hat? Was machen wir jetzt? Okay, was wir machen, da eine Patentlösung habe ich auch nicht. Das kann ich auch gar nicht haben. Kein Mensch dieser Erde hat eine Lösung dafür, die er einfach so aus der Tasche ziehen kann. Das Ganze ist ja natürlich auch im Bewusstsein der Menschen verankert. Diese Corona-Krise ist ja Teil einer Weltkrise. Und die Weltkrise ist eine Bewusstseinskrise, eine absolute Bewusstseinskrise, eine psychokosmologische Krise, habe ich schon vor 20 Jahren gesagt oder mehr, ist eine ganz tiefe psychokosmologische Krise. Der Mensch sozusagen ist in einer absoluten Krisensituation. Und diese Corona-Krise ist Teil dieser Weltkrise. Und hier steht alles jetzt auf dem Prüfstand. Gelingt es, das rumzureißen oder nicht? Und wie? Ganz schwer zu sagen. Ich kann es gar nicht sagen, weil letztendlich wäre es eine Bewusstseinsrevolution, eine Kulturrevolution. Die wäre vielleicht in der Lage. Und das müsste ganz von innen kommen. Das könnte keine Prinzipien von außen sein. Die müsste ganz von innen aufbrechen. Und, wie ich auch immer wieder sage, wird ja auch schon kolportiert hier in manchen Kreisen, Kirchhoff sagt, der kosmische Faktor muss noch dazukommen. Ja, weil wir alleine bringen es nicht. Ich glaube nicht an die Intelligenz der meisten Menschen. Das ist keine Arroganz, sondern eine schlichte Feststellung. Phänomenologisch ist es schwierig, weil das, wenn es die Menschen alleine nur wären, dann sind sie verloren. Das werden sie nie hinkriegen, das schaffen sie nicht. Die Menschen sind in jeden Irrsinn reingetaumelt, mit wenigen Ausnahmen. Es muss ein anderer Faktor kommen. Und das wird wahrscheinlich nicht gehen ohne Katastrophen. Also sanft und soft wird es nicht gehen. Viele denken ja, ja gut, wir schaffen jetzt die neue Welt und das Ganze verschwindet. Ja, wunderbar, aber da kommen ganz andere Machtfaktoren, kosmische Machtfaktoren hinein. Aus dieser lebendigen Welt, wenn diese lebendige Welt sozusagen den hundstollen Planeten Erde, Karl Kraus, Krieg des Kosmos gegen den hundstollen Planeten Erde, Karl Kraus. Der Lehrer von Erwin Chagow, der Einzige. Ja, den er sehr schätzte. Wenn das läuft und das scheint zu laufen, da kann man vielleicht Hoffnung schöpfen und daran anknüpfen. Aber in der Tiefe wird sich da nichts ändern, weil die Menschen, auch die Wissenschaftler, die Menschen haben, entsprechen auch ihrer eigenen Mentalität. Es ist ja nicht so, dass ihnen das aufgepfropft wird. Ich gehe ja auch so weit zu sagen, häufig genug sagen es ja viele auch viele politische Systeme sind so, wie die Menschen auch sowieso sind.
Und jetzt in der Corona-Krise sieht man meiner Überzeugung nach nur das, was sowieso vorher auch schon da war. Es sieht man nur verstärkt. Es kann nur vieles, vorher gab es auch den Denunzianten, der hatte andere Möglichkeiten. Jetzt hat er noch ganz neue, überraschende Möglichkeiten. Oder all dies, oder die Intoleranz, oder die Dumpfheit, oder die den anderen runtermachen, ins Wort fallen und sich selber ganz toll finden, den anderen zum Idioten erklären und all diese Dinge. Ich habe keine Lösung dafür. Ich kann nur sagen, ich hoffe, ich glaube an das Gesetz, wonach die Rose und Lilie blüht, wie Goethe sagt, daran glaube ich. Und von diesem Gesetz aus wird sich etwas vollziehen. Ich sag mal etwas pathetisch, die Galaxis oder auch bescheiden das Sonnensystem wird sich das auf Dauer nicht gefallen lassen. Das kann nicht gut gehen, das wird auch nicht gut gehen. Das heißt, der Mensch, so wie das hier läuft, das kann nur in einer Katastrophe enden, in einem Umschlag, der bestimmt nicht leicht sein wird und bestimmt schwierig. Aber darauf baue ich einfach. Also, und ich kann es nicht beweisen und will es auch gar nicht beweisen. Und wenn es dann soweit ist, behaupte ich mal jetzt, werden viele ganz überrascht sein, dass sie haben es immer gewusst. Mhm. Also irgendwie, ja, so wie ich glaube, dass der Mensch, wenn er stirbt, wenn es denn an der äußersten Schwelle ist, ein tiefes Erinnern, er kennt das, er kennt den Tod. Also ein Wiedererkennen. Und viele werden vielleicht auch sagen, sie behaupten dann, dass sie es schon gewusst haben und sie haben es gar nicht gewusst. Also was ist überhaupt Wissen? Das haben wir noch gar nicht richtig behandelt, also lassen wir das mal. Was weiß man überhaupt? Menschen sagen ja häufig genug, ich weiß, dass, christlich-religiös, dass mein Erlöser lebt. Ja, okay, also jetzt christlich-religiös. Aber Menschen behaupten so viele Dinge mit einem Brustton der Überzeugung, dass für mich das immer etwas Schwindelerregendes hat. Da behauptet einer, ja, Herr Kircher, wir wissen, dass die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist, glaube ich, sagt mir ein Astronom am Telefon. Ich sage, aber woher wissen Sie das? Können Sie doch nicht ernsthaft wissen. Das sind doch Schlussfolgerungen aus ganz bestimmten, schließen Sie das doch in einem ganz komplexen Sinn. Nein, das wissen wir. Ja gut, was soll man da sagen? Also was kann man überhaupt wissen? Ne? Wie Montaigne sagt, que sais-je? Was weiß ich? Und was da kann ich überhaupt wissen? Das ist schon eine wichtige Frage in dem Zusammenhang, dass man da auch ein bisschen bescheidener ist. Weil was Wissensbehauptung gibt es überall und alle Welt glaubt, irgendwas zu wissen. Jeder Zweite erzählt dir, er weiß es sowieso. Nicht? Und mit einer gewissen Knotigkeit auch. Das ist unangenehm. Aber ich weiß nicht, wie das kommt. Also schön ist es nicht. Auf jeden Fall, ich habe da keine Lösung. Ich hoffe auf einen Eingriff der Galaxis. Und ich meine da nicht Raumschiffe, die da fahren, sondern ich meine es von innen. Und da ist eine Hoffnung und darauf baue ich auch und in dieser Richtung arbeite ich auch innerlich. Und werden wir sehen, was passiert. Es kann alles viel schneller gehen, als wir denken. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde gerne nur noch einen kleinen Aspekt hinzufügen und das ist ganz simpel. Ja, die als heilige Erkennung der Natur, dass es ein heiliger Gesamtzusammenhang ist, den ich behandle, ohne ihn zu verletzen. Ja, treat without violation ist das eigentlich, was Heiligkeit bedeutet. Und das bedeutet, ich entziehe mich in Nicht-Kooperation allen Maßnahmen, die dem entgegenstehen, die Natur in dieser Heiligkeit zu behandeln. Das wäre der erste Punkt, in dem man sich ethisch rauszieht und bemühe mich im Maße meiner Möglichkeiten, diese Ordnung, nach der die Rose und Lilie blüht, mindestens empfindend mitzufühlen oder mich in sie hineinzuspüren, um eben diese Ordnung pflegen zu können in meinem Handeln. Ja, das ist ein schönes, kann man ja, das ist ja dann auch ein schönes kleines Glaubensbekenntnis. Ja, kann man machen, ja, kann man, das würde ich dem auch zustimmen. Das kann man so, man muss ja letztlich auch was vertrauen, auch auf sich selbst vertrauen, auf den Menschen vertrauen, den habe ich ja noch nicht aufgegeben. Manche finden es ja merkwürdig, dass ich den Menschen nicht längst aufgegeben habe. Ich glaube ja immer noch an das Potenzial im Menschen. Nicht bei allen, aber im Prinzip ist der Mensch
ein geistig-kosmisches Wesen und es gibt einen kosmischen Anthropos, von dem ich gerne rede. Und da ist ein Potenzial. Und dieses Potenzial gibt es. Und das ist auch ein Stück weit Hoffnung. Und es gibt den kosmischen Faktor. Alles Weitere werden wir erleben. Und das würde ich gerne jetzt mal an den Abschluss stellen. Da könnte man noch sehr viel zu sagen, aber das würde jetzt zu weit führen. So, das für heute. Herzlichen Dank, Jochen Kirchhoff. Und herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer.